begleitet mich heute in den Wasserpark Rulantica. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog hier auf meinem YouTube-Kanal aus dem Rulantica. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag oder ein ganz besonderes Event, denn wir sind beim Event vom Freizeitpark Traveler Club. An der Stelle vielen, vielen Dank, Stefan, für die Einladung. Ja, wir sind irgendwie ganz, ganz oft hier jetzt in letzter Zeit in Rust. In 2 Wochen wieder, aber da sind wir im Europapark, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und wo ich jetzt gerade den Wind merke, ich teste heute meine neue Kamera, die Insta360 Go 3. Die ist jetzt gestern bei mir eingetrudelt und es ist eine Actioncam. Und ja, ich bin gespannt, wie die Aufnahmen sind. Sie ist auch wasserfest, das heißt, sie werden auch, werde sie gleich mitnehmen. Und mal gucken, was noch so mit der Kamera möglich ist. Wie gesagt, heute teste ich das Ganze mal und bin gespannt. Ja, ich bin schon relativ früh hier. Das Event, also der Treffpunkt ist so 8:30 bis 8:45 vom Eingang. Aber ich dachte, ich mache ganz in Ruhe, kann jetzt hier noch meinen Blog. Hat der Stefan ganz viele Überraschungen für uns vorbereitet. Ich bin gespannt. Das ist ja mein erstes Freizeitpark Traveler Club Event. Das erste, was hätte damals stattfinden sollen, das ist ja leider ausgefallen. Und bei den nächsten hatte ich leider keine Zeit, also bei den letzten. Aber heute ist es soweit und ich freue mich, den Stefan wiederzusehen und freue mich, was er so für uns geplant hat. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch mit. I always give away too much. It's like I've got no sense of touch. I'm always pouring out my heart. No little by little here. I'm always pushing things too far. 2, 5, 6, 10 drinks at the bar. No boundaries, I get too close. No little by little here. Cause I give my all. Oh, no little by little, I pour out my heart. Oh, no little by little here. I always run. Rather jump and risk the fall. I see no limits in the sky. No little by little here. No, no. Got stuck on working on myself. Thought I was wrong and needed help. But I'm just different, something else. No little. Herzlich willkommen zum bereits 4. Freizeitpark Traveler Event hier im Europapark. Heute sind wir in der Wasserwelt Rulantica und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ihr ja teilweise einen ganz, ganz weiten Weg auf euch genommen habt, um heute mit dabei zu sein. Ich freue mich sehr. Wetter ist super. Ich glaube, wir haben heute einen ganz, ganz schönen Tag dann auch zusammen. Also erstmal vielen Dank, dass ihr heute da seid. Ich freue mich und ich hoffe, dass ich euch und ja auch mir einen schönen Tag bescheren kann und alle richtig Spaß haben. Also erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Dann ganz unten. Oh, hallo. Genau, ich stelle mal ein letztes Mal kurz hier einfach stellen, dass wir. Okay. Ihr könnt gleich rutschen, aber. Ja. Ja, einfach nochmal ganz kurz hier aufbauen. Wir haben uns jetzt in die Badesachen geschmissen, haben ein Bändchen bekommen vom Stefan inklusive Schließfach und eine Goodie-Bag. Ich kann euch schon mal, da sind richtig coole Sachen drin. Ich zeige sie euch später, weil ich lasse sie jetzt hier im Schließfach. Aber auf jeden Fall zeige ich euch die Sachen später. Wir gehen jetzt rein, es ist nämlich super warm und morgens sollte man auf jeden Fall direkt mal die Rutschen fahren, denn da ist am wenigsten los. I give my all, cause I
all that I can be. Let me fly, let me fly, let me fly into the sky. Let me be all I can be, let me be all I can be. Der liebe Stefan hat heute für den Aufenthalt eine Yacht bekommen, eine Rolantica VIP-Yacht, die größte hier. Kostet 634 Euro, kann man sich für bis zu 4 Personen teilen. Und wir dürfen mal reinschauen. Es gibt Getränke, es gibt ein Champagner, O-Saft, Softgetränke, Bowls, Pizzen könnt ihr hier essen. Es gibt eine Dusche, es gibt natürlich Liege- und Sitzmöglichkeiten. Einen kleinen Teich, der ist... Fische gibt es keine. Hier mal oben gucken. Es gibt auch eine Klimaanlage. Eine Toilette gibt es auch. Also hier ist schon mal das Waschbecken. Die Toilette habe ich noch nicht entdeckt. Also ich bin jetzt hier unten und hier gibt es eine Küche. Hier kann man sich auch Kaffee machen. Oh, die Lampe ist ja cool hier. Dann gibt es Telefon, könnt ihr mal anrufen. Oh, ein Radio. Eng ist es hier auf jeden Fall. Hier gibt es noch ein paar Brezeln und Geschenke für den lieben Stefan. Was ist da hinten? Die Küche. Eine Küche? Und weiter geht's, hier gibt es dann noch so einen Relax-Bereich, wo hier noch Bademäntel, Handtücher liegen. Und wie gesagt, ist alles klimatisiert. Für 4 Personen ausgelegt. Kostet 634 Euro pro nicht pro Person, sondern komplett. Also ihr könnt es durch 4 teilen. Aber Essen ist dabei, Getränke sind dabei, hier habt ihr auch eine Getränkekarte, was ihr euch bestellen könnt. Schon cool. Ich hoffe, man versteht mich. Wir fahren jetzt Winterhit. Ja, da ist. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, was ist das? Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wir gehen jetzt zu unserem ersten Programmpunkt. Wir müssen jetzt raus, wir müssen unseren Notizblock noch holen und ja, da müssen wir malen. Mehr weiß ich nicht, aber ich zeige euch, was der Stefan für uns vorbereitet hat. Ja, wir sind jetzt da und in unserer Goodiebag war ja einmal der Block von Stefan und ein Set mit Buntstiften. Ja, ich, unsere erste Aufgabe ist, Snorri zu malen. Beim Tauchen, beim Trinken, beim Schwimmen, was auch immer. Ich kann euch schon mal sagen, ich bin nicht gut im Malen. Mal gucken, was ich draus zaubern kann. Es wird, glaube ich, eine Katastrophe. Es gibt auch was zu gewinnen und zwar 2 Europapark-Gutscheine. Da ist es, mein fertiges Bild. Also aus mir wird kein Künstler. Aber es ist besser, als ich gedacht hätte. Naja, man erkennt, dass es einigermaßen Snorri ist, aber ich glaube, es gibt viel bessere Bilder. Das geben wir jetzt ab, mal gucken. Also ich glaube nicht, dass ich unter die Top 4 komme. Also ich glaube das schon, dass du das schaffst. Zeig mal deins. So. Ja. Auf jeden Fall geben wir das jetzt ab und dann gucken wir mal, wer gewinnt. Als Dankeschön für unsere wunderschöne Zeichnung gab es noch einen 5-Euro-Gutschein vom lieben Stefan. Dafür können wir jetzt unser Getränk kaufen oder ein Eis. Ich entscheide mich natürlich für das Eis. Und Edda sieht so süß aus auf dieser Karte. Okay. Ich habe gesehen, der nächste Programmpunkt, den wir jetzt hatten, war Snorri treffen. Haben wir gemacht, ist immer süß. Ich liebe ja Charaktere treffen und Snorri bewegt sich zwar nicht viel, aber er sieht süß aus. Beim letzten Mal haben wir es leider nicht geschafft, hier eine Bowl zu essen.
Als wir es vorhatten, war es leider schon zu. Jetzt ist es offen, wir haben noch relativ früh und ich zeige euch, was es hier alles zu essen gibt. Es ist direkt neben der Regenbogenrutsche. Ja, haben wir letztes Mal übersehen. Hier sind die Öffnungszeiten, 11 bis 16 Uhr. Und es gibt eine Auswahl an Sandwiches, es gibt Wraps, es gibt Getränke, leckere Bowls, dafür bin ich eigentlich hier. Aber ich muss sagen, die Wraps da oben sehen auch richtig gut aus. Also dieser Chicken Curry Wrap, der spricht mich schon echt an. Und Desserts gibt's auch. Aber wir holen uns ja noch später ein Eis. Also hier seht ihr die verschiedenen Bowls. Eine Sushi Bowl, die ist sogar vegan. Es gibt eine Beef Bowl, eine Chicken Bowl, die umgekehrt steht, und eine Lachs Bowl. Es gibt noch Salate und Holzfällerbrot. Auch ein Kids Menü. Da habt ihr dann Chicken Nuggets, eine kleine Edda auf dem Schwimmring. Gibt es wahrscheinlich auch Bowls, ein Getränk und einen kleinen Salat für 7,50. Also die Bowls sind nicht günstig. Ich kann mich entscheiden. Hier mit ab 14,90 €. Aber es ist mal eine gesunde Alternative und wie gesagt, die Wraps sehen auch echt gut aus. Ja, so sieht meine Sushi-Bowl aus. Also kann man vegan bestellen, ich habe jetzt aber nicht vegan bestellt, deswegen sind die Sushi-Rolls auch nicht vegan, da ist Lachs drin, glaube ich. Sieht echt super frisch aus, bin gespannt. Ich habe beim letzten Mal die Beef, also beim letzten Mal nicht, beim vorletzten Mal, wo ich das erste Mal hier war, hatte ich, glaube ich, die Beef-Bowl, die war auch sehr lecker. Ich habe mir noch ein Wasser bestellt. Ich habe so einen Durst. Hier ist so eine Hitze. Wir haben zwar unseren Refill-Becher mitgebracht von letztem Mal. Jetzt haben wir ihn nur noch wieder aktiviert. Ich glaube, für 10 Euro haben wir wieder 10 Mal dürfen wir ihn auffüllen. Aber ich brauche jetzt auch mal einen Schluck Wasser mit Kohlensäure. Ja, lass uns jetzt schmecken. Wir sind jetzt hier wieder an unserem Platz. Ich fand meine Bowl sehr, sehr lecker. Ist mal was anderes. Ist auch sehr frisch. Rina fand ihren Caesar Salad nicht so gut. Die Hähnchenstücke waren zwischendurch. Geschmacklich war es lecker, aber das Hähnchen war teilweise sehr trocken, weil es wahrscheinlich schon ewig also warm gehalten wurde. Ja. Aber es ist schon relativ teuer, auch generell für Schwimmbadverhältnisse. Also für so eine Bowl 15 Euro, muss man wissen. Aber ich würde sagen, immer noch der Favorit ist immer noch Pizza und Pasta bei Rina auch. So, wir haben jetzt gleich in einer halben Stunde schon wieder den nächsten Programmpunkt bei Stefan, und zwar Dance Battle. Da kann ich auch schon wieder nichts gewinnen. Ihr wisst, die Challenge von Daniel und mir, das war ja nichts bei mir. Aber ich werde trotzdem mitmachen, natürlich. Und vielleicht habe ich beim Quiz ja ein bisschen mehr Glück, um was zu gewinnen. Das kommt nämlich dann auch später noch. Wir sind jetzt hier draußen am Snorri-Strand und jetzt kommt die nächste Challenge, und zwar Tanzen. Ja, ihr wisst, Tanzen und ich, wir mögen uns nicht, aber ich mache trotzdem mit und versuche euch ein paar Eindrücke zu zeigen. Mitarbeiter hier kennenzulernen, die hier für die ganze Magie auch zuständig sind, für Rolantica. Ich glaube, ohne das ganze Personal hier wird es auch nicht funktionieren, und von daher erstmal tausend Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns einfach so ein paar Einblicke dann auch zu geben, wie es hinter den Kulissen aussieht, wann ihr morgens dann auch startet. Ich glaube, die eine oder andere Frage ist nämlich auch da, aber ansonsten gerne mal
Freestyle-mäßig erzählen, was es hier so Spannendes zu entdecken gibt und was auch Atlantica so besonders ist. So ein Knopf, Wassermarsch, auf den einer drückt und alles geht los? Leider nicht. Also die Haustechnik hat verschiedene Knöpfe für jede Attraktion. Okay. Also die Haustechnik macht jeden Morgen einen Rundgang durch jede Attraktion. Also die geht echt durch jede Rutsche. Sobald diese Rutsche begeht wurde, drücken sie den Knopf, Wassermarsch, dann geht diese Rutsche an. Also sie laufen zu Fuß durch die trockene Rutsche durch? Genau, richtig. So läuft es ab. Okay. Und wir Operator machen dann ab 8 Uhr, sobald alle Rutschen an sind, einen quasi Rutschentest. Also jeden Morgen rutschen die Operator alle Rutschen. Okay. Oh, geil. Ja. Wie viele Besucher passen dann hier so zu Peak-Zeiten rein ins Rolantica? Dadurch, dass wir jetzt die T3 jetzt offen haben, testen wir uns ein bisschen ran. Wir hatten am Pfingstsonntag schon einen Besuchrekord gehabt. Genaue Zahlen kann ich jetzt nicht sagen, aber es gab viel, viel mehr als letztes Jahr. Okay. Was sind so für Aufgaben über den Tag? Also was kommt über das... Gibt es noch Expansionspläne fürs Rolantica? Expansionspläne? Auf jeden Fall. Also wird viel, viel größer. Mich das nicht zu viel verraten. Es wird auf jeden Fall viel, viel größer. Das wird überraschen lassen. Jetzt noch eine neue Frage. Das war jetzt sehr interessant mit dem Mitarbeiter von Rolantica. Wir haben jetzt hier diese Quizfragenbogen bekommen und müssen den abarbeiten. Es sind knifflige Fragen dabei. Also müssen wir jetzt ein bisschen rumspazieren und am Ende gibt es tolle Preise zu gewinnen. Mal gucken, ob ich einen abstaube. Also war jetzt nicht so ganz so wild Wasser, war eher so wie Lazy River. Und wir sehen jetzt, stehen jetzt hier bei Snorri Saga an, also dieser Lazy River, der richtige Lazy River. Da haben wir jetzt eine gemütliche Runde damit und mal gucken, die Wartezeiten sind so zwischen 20 und 40 Minuten. Außer Tonnenwirbel draußen, die Attraktion, die hat nur eine Minute, aber heute ist es auch relativ kalt draußen, deswegen wahrscheinlich auch nur eine Minute Wartezeit. Thank you.
Ride an, der Trichterbahn mit Reifen. Bin sehr gespannt. Ich fahre vorne, Bina hinten, wird lustig. So, das sind die Preise, die man jetzt noch gewinnen kann. Übrigens ist das Bild, was gewonnen hat heute beim Mal-Contest. Mal gucken. So. Erstmal hoffe ich, ihr hattet bisher einen schönen Tag, auch wenn es natürlich sehr, sehr voll auch war. Ich hätte es mir auch ein bisschen anders gewünscht, innen zumindest. Aber ich hoffe, euch hat das Freizeitpark-Traveler-Event hier in Rolantica gefallen. Tausend Dank nochmal, dass ihr hier mit dabei gewesen seid. Ich fühle mich immer noch sehr geehrt, dass viele ja wirklich einen weiten Weg auf sich genommen haben. Von daher immer wieder schön. Ich hoffe, dass wir uns bald in dieser Runde oder in einer anderen Runde dann auch sehen werden, in einem anderen Park, Wasserpark, wie auch immer. Schreibt mir da gerne, was ihr so für Empfehlungen habt, wo ich mal hinkommen soll. Ich weiß, ich soll mehr in den Norden auch kommen. Das habe ich schon ganz oft dann auch gehört. Aber ja, von daher erstmal tausend Dank an euch. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, erst nochmal einen großen Applaus auch für euch. So, dann wird es weiterhin spannend. Jetzt kommen die goldenen oder die roten 16 Umschläge. Ich kann es vielleicht, wenn ihr die Story noch nicht gesehen habt, schon mal verraten. Der Hauptpreis ist eine Übernachtung im Heidepark für 4 Personen mit Frühstück, mit Abendessen, Eintritt. Also da könnt ihr euch wirklich gut gehen lassen. Und auch da hat die Jury die Fragebogen ausgelost. Wir haben jetzt noch einen Umschlag bekommen, jeder, und da war ein Gutschein für die Therme Erding drin. Richtig krass. Und freue mich drauf. Wir waren ja dieses Jahr schon mal in der Therme Erding. Auf jeden Fall ein Besuch wert und ich freue mich auf den nächsten Besuch. Hallo! Ich wollte mir den Rolantica Swirl Snorri Swirl kaufen. Also habe ich mir gekauft, 5,50 Euro. So sieht er auf dem Bild aus. Und so sieht er aus, wenn man ihn bekommt. Ja, könnte ein bisschen schöner sein. Also das Eis ist wirklich sehr, sehr lecker. Das kann man nicht sagen. Schmeckt wirklich gut. Für 5,50 Euro finde ich auch einen echt guten Preis. Also, ich bin zufrieden nicht mit der Optik, aber mit dem Geschmack. Wir gehen jetzt noch raus zur DJ-Party. Also wir haben jetzt kurz nach 8. Stefan und Felix sind da noch, werden wahrscheinlich noch einen Cocktail trinken. Und dann, ja, heute ist natürlich jetzt abends nicht so viel los wie beim letzten Mal, wo wir hier waren. Also jetzt ist es tatsächlich viel, viel leerer. Die Wartezeiten gehen auch runter von den Rutschen. Also ja, heute würde sich jetzt lohnen, nochmal abends zu fahren. Wie gesagt, letztes Mal, als wir hier waren, war auch abends immer noch richtig voll. Wir haben jetzt das Eis gegessen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal was Herzhaftes essen. Wir sind schon relativ satt. Wie gesagt, wir haben schon 8 Uhr und dann draußen wahrscheinlich verquatschen wir uns wieder. Lieber ein bisschen draußen noch die Zeit genutzt. Genau, wir verquatschen wahrscheinlich wieder. Da müssen wir noch duschen, mit Haare waschen. Ich muss euch später noch die Goodiebag zeigen. Das ist auf jeden duschen Fall mit noch Haare drin. Waschen. Kennt ihr das bei Frauen? Es gibt ja Haare waschen. Es gibt ohne Duschen. Ohne Duschen, mit Duschen, nur Haare. Ja. Das war's. Füße, Hände, Katzenwäsche mit Waschlasche. Ja, also wir müssen heute duschen mit Haare und ja, dann noch föhnen und so. Ja, das wird ein bisschen dauern, aber ich zeige euch auf jeden Fall noch die Goodie Bag.
zum Abschluss des Tages fahren wir noch eine Runde Wildsturm, also die Wildwasserbahn. Ich finde, die macht schon sehr, sehr viel Spaß. Schieben! Das stimmt doch heute nicht. Also heute ist irgendwie Lazy River. Dann war dann. Heute ist Lazy River. Versprochen zeige ich euch natürlich jetzt auch noch die Goodiebag, die wir bekommen haben vom lieben Stefan. Erstmal gab es diesen schönen Turnbeutel und der hat auch, Seitentaschen. Das ist nicht ein Standard-Turnbeutel, sondern hat hier auch an der Seite noch Taschen. Also perfekt für den Freizeitpark. Was ich euch schon gezeigt habe, ist, was wir schon gebraucht haben. Einmal den Bleistift von Städtler, die Buntstifte und den eigenen Block von Stefan. Den Schreibblock, passenden Radiergummi, das habe ich euch schon gezeigt. Und jetzt schauen wir mal in den Inhalt dieser Kohlen-Goodie-Bag. Ich habe schon mal reingeschaut, weil ich bin echt neugierig. Es gab einmal Snorri hier an der Seite, richtig cute, der Kleine. Und ja, jetzt kommen wir zu der riesen Goodie-Bag, die ist echt schwer und da sind so viele tolle Sachen drin. Also erstmal eine Rulantica-Splash-Scheibe, so eine Art Frisbee. Kann man dann im Wasser benutzen, also hätte man heute schon benutzen können. Dann gab es den kleinen Snorri. Meiner ist so ein bisschen, hat so ein bisschen leichte Kopfschädigung bekommen, aber kein Problem. Und er hat so ein Loch im Mund, das heißt, wahrscheinlich kann er so ein bisschen Wasser aufnehmen und dann spritzen. Also eine kleine Wasserpistole. Dann gab es einen Freizeitpark-Traveler. Handtuch hätte man natürlich heute schon benutzen können, aber ich hatte heute genug Handtücher dabei, deswegen habe ich es einfach im Rucksack gelassen. Aber ich habe bei Michaela schon gesehen, es ist echt ein richtig hochwertiges Handtuch. Freue ich mich sehr, das nächste Mal mitzunehmen. Und dann gab es, ich hatte Iron Man, tausche ich aber mit Prina, weil sie hat Sebastian, eine Pets-Halterung mit drei Pets. Also kennt ihr das noch aus der Kindheit? Ich habe die Dinger ja geliebt und die sind anscheinend immer noch der Renner. Dann gab es Snacks von Lorenz, einmal hier Nuss und Frucht, gesalzen. Ich mag jetzt keine Rosinen, aber die kann man ja einfach aussortieren. Ansonsten liebe ich so Snacks. Dann gab es, da ist noch ganz viel drin, ein Saltlets Pausencracker und die kenne ich und die finde ich mega lecker, die liebe ich. Habe ich auch schon jetzt ganz, ganz oft gekauft, mega gut. Dann gab es Nutella Be Ready als Snack, auch immer praktisch. Jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu heiß für die Freizeitparks bei 30 Grad, aber kann man dann auch echt gut snacken und in die Snacksbox packen. Und es gibt sogar eine Snackbox gratis, steht hier. Dann
gab es Fruchtis, deine Portion Erfrischung für zu Hause. Das sind, jetzt muss ich ja selbst gucken, 5 leckere Biosorten. Ist das Eis oder ist das einfach nur so ein, also doch zum Einfrieren steht hier. Ja, das ist so Eis am Stiel, aber aus Früchten. Also so wie früher dieses Wassereis, was man so in Packung gekauft hat. Habe ich auch geliebt als Kind. Das jetzt in der Fruchtvariante. Cool, kann ich auf jeden Fall mal testen zu Hause. Dann gab es das Rolantica-Buch Die Verschwörung der Götter vom Koppenrad Verlag. Ja, da ist noch der Preis. Ja, freue ich mich mal drauf reinzuschauen. Ja, meine Bank wird langsam voll. Dann gab es 2 Trinkpäckchen von Bäcker Best. Mein Bäckers Bester mit Goofy im Disney-Logo. Richtig gut. Die hatte Brina auch schon mal dabei und ich war richtig neidisch, dass ich keinen habe, weil Theming-Getränke und Snacks bin ich auch dabei. Dann habe ich hier noch Daisy. Und was haben wir noch? Jetzt muss ich schon langsam. Eine Hand ist ein bisschen schwierig. Dann haben wir einmal eine Sonnencreme, auch jetzt aktuell sehr nützlich, von V-Sun. Einen Pulli von, aus dem Efteling. Auch sehr, liebe ich den Park, sehr, sehr gerne. Und jetzt kann man so den restlichen kleinen Teil, wie gesagt, ein bisschen schwierig mit der Hand. Ich habe hier nochmal Snacks. Ah ne, ist eine Duschbombe von Thai Spa Wellness Duschtag von, ich weiß jetzt nicht, was die Marke ist, Wall 7, glaube ich. Ja. Gut geworden, jetzt vor allem nach so einem Rolantica-Tag und noch eine Duschbombe mit einem anderen. Mit Limette. Minze und da habe ich Mango. Und war es das jetzt? Ja, das war's. Ah ne, Quatsch. Das hier haben wir noch drin. Das ist eine Aufbewahrungsbox von Park Beyond. Und da drin haben wir noch den Soundtrack von Stefan. Moment. Ach, schwierig mit einer Hand. Wir haben, einmal die Werbung, also die neuen Freizeitpark-Guides kommen jetzt demnächst raus vom Stefan. Einmal der neue für 2013 inklusive Wasserparks und Thermen und der Legoland Freizeitpark-Guide. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann hat Stefan noch seine CD mit reingepackt und ein paar Sticker von Park Beyond gab es auch noch und ein paar Postkarten. Kann man seinen Freunden schicken. Das war's. Das war die komplette Goodiebag und habe ich euch ja auch schon gezeigt. Wir haben alle noch einen zusätzlichen Gutschein von der Therme Erding bekommen für einen Besuch. Es gab super krasse Gewinne, Tagestickets fürs Legoland, für den Heidepark. Noch Brina hat die Rolantica-CD gewonnen. Also richtig viele Gewinne. Der Stefan ist immer echt crazy, was sowas angeht bei solchen Events. Was der immer alles möglich macht, das ist einfach der Wahnsinn. Aber zum Fazit kommen wir jetzt. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, was der Stefan immer bei seinen Freizeitpark-Traveler-Events möglich macht, ist einfach der Wahnsinn. Es war jetzt mein erstes Freizeitpark-Traveler-Event gewesen, aber ich verfolge das natürlich immer auf Social Media. Ich verlinke euch übrigens die Kanäle von Stefan, also vom Freizeitpark-Traveler und von seinem Club unten in der Infobox, also schaut da mal vorbei. Folgt ihm auf jeden Fall, dann verpasst ihr auch nicht das nächste Event, wenn ihr vielleicht daran teilnehmen wollt. Vielleicht bin ich beim nächsten Mal auch dabei, wer weiß, vielleicht sieht man sich ja da. Und ja, wie gesagt, also es ist immer der Wahnsinn, was Stefan mit seinen Kooperationspartnern so möglich macht für die Gäste seiner Events. Also es ist echt einfach unglaublich und ich bin sehr, sehr dankbar, Stefan, an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Ich liebe sowieso das Rolantica. Ich bin hier sehr, sehr gerne. Wir waren ja jetzt vor kurzem erst hier und das dritte Mal jetzt für mich dieses Jahr. Und ich würde auch wahrscheinlich noch 10-mal dieses Jahr wiederkommen, wenn es in den Zeitplan passt. Also Rolantica ist immer ein Besuch wert. Das Licht ist, glaube ich, echt so umkleide Kabine. Ja, also Rolantica immer einen Besuch wert und schaut mal beim Stefan vorbei. Er plant, glaube ich, auch schon das nächste Freizeitpark-Traveler-Event, was ich so mitbekommen habe. Und vielleicht, wie gesagt, sieht man sich ja beim nächsten. Ich hoffe, die Eindrücke von heute haben euch gefallen. Wenn sie euch gefallen haben, lasst mir deinen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.